Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Gestern war Blutmondnacht und heute wollen wir mal schauen, ob der gute Rex für uns eine Tier 5 Mission hat. Wir haben das Händler-Upgrade gemacht und ich kann ihm ein bisschen was verkaufen auf jeden Fall und wir schauen mal, was er für uns hat. So, als erstes mal das Inventar. Am Tag 79 gibt es neue Ware. Das, was du hier unten hast, kannst du alles rausschmeißen. Sehr gut. Dann guckst du mal, was direkt für uns hat. Das ist jetzt nicht so überragend. Robotik. Robotik kannst du mal kaufen. Da wollen wir ja Richtung Drohne. Munition hat ein bisschen was. Ja, Benzin haben wir auf jeden Fall im Auto, beziehungsweise im Motorrad noch. Ansonsten hat er gar nichts so Überragendes. Nö. Gut, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, aber dann ist es halt so. Schockstabqualität 5, das ist gut. Und Geschützturmqualität 1 freigeschalten. Ja, dann zeig mal, was hast du für Aufgaben? Tier 5 auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Dr. Karin Higashi Residenz. Das ist die, die direkt nebenan ist, neben unserem Wohnhaus. Robin Pilz Factory, die haben wir doch gerade gemacht, oder? Navescan General Hospital haben wir gemacht. Die Dijon Tower haben wir. Wir haben einen gemacht. War das die Dijon Tower oder der Vanity Tower? Weiß ich nicht mehr. Und Vanity Tower. Einen von den beiden haben wir gemacht. Dann nehmen wir die. Ne, wo war sie? Hier ganz oben, ne? Dann nehmen wir den, der ihre Residenz. Zerlegen wir die, würde ich sagen. Haben wir kurze Wege nach Hause. Tag 78. Wie gesagt, Blutmond ist ja gerade vorbei. Die nächste Blutmondnacht ist erst am Tag 84 oder nach Tag 84. Bis dahin sollten wir das schaffen. Ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, was das sein könnte, die Higashi Residenz. Ich glaube, das war eine ehemalige Tier 4 Mission. Denn da haben sie auch ein paar Missionen aufgewertet, die vorher Tier 4 waren, haben sie auf Tier 5 hochgestuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es die ist, weil es mir doch von der Optik her und auch von der Bezeichnung her ein bisschen bekannt vorkommt. Es gab tatsächlich so ein Wohnhaus, so eine Villa, die von außen erstmal wie eine Villa aussah, unterirdisch aber relativ großen Kellerbereich hatte und auch eine unterirdische Forschungseinrichtung und sowas. Und das könnte tatsächlich das Gebäude sein. So, rein geht's hier hinten. Na, gucken wir mal, ob wir da irgendwo einen Weg hinfinden. Schöner Pool. Dr. Karin Higashi. Nee, versuch mal. Naja, nicht runterfallen. Gut. Mir geht's bloß darum. Puh, Glück gehabt. Dass wir im Zweifel hier rauskommen können, um ein bisschen was ins Motorrad zu laden, wenn es denn sein muss. Ins Motorrad laden brauche ich jetzt erstmal nichts. Ich habe was zu essen, was zu trinken dabei, Medizin und ja gut, was wir da von den Werkzeugen brauchen, weiß ich nicht, egal. Packen wir's, geht's los, säubern, sagen wir das Gebiet und wir werden natürlich auch nebenbei ein bisschen was an Loot mitnehmen und hoffentlich das Ganze auch überleben, das ist natürlich da. Der Masterplan schlechthin. Bis jetzt ist es überraschend ruhig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich das in Kürze ändern wird. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt alles mitnehmen sollen. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Okay, zu zweit kommt ihr. Sehr schön. Guter Saldo. Rückwärts. Fantastische Haltungsnoten. Ja gut, das nehmen wir gar nicht erst mit.
Da geht es schon weiter, das sehen wir. Ach, draußen auf dem Fenstersims mal wieder. Da unten gibt es Bücher. Schönes. Schönes Anwesen. Kariertes Hemd. So, jetzt müssen wir irgendwie da drüben hin und da herein. Obwohl die, oh, die Pistole auch schön. Ich werde hier keine Wasser, kein schmutziges Wasser mitnehmen. Wieder zu zweit. Oh. So, müssen wir hinter uns die Türen zumachen? Nö, so wie wir reingekommen sind, kommt uns keiner hinterher. Das ist auch schick gemacht. Uah! Wo kommst du denn her? Angeschlichen. Mich ein bisschen erschrocken, habt ihr ja mitgekriegt. Kein Wunder, wenn er plötzlich neben mir steht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte dir ja die Tür aufmachen, aber das ging gerade nicht. Ach, nehmen wir einfach mal alles mit, da kann ich später sortieren. Hier ist verschlossen, da geht es noch weiter runter im Keller. Ja, es geht auf jeden Fall im Keller runter. Das hatte ich ja schon gesagt, ne? Das ist wahrscheinlich diese Mission, wo die Forschungseinrichtung im Keller ist. Okay. Auch da habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken, zum Glück nie ganz so schlimm. Da geht's weiter, aber hier geht's doch die Treppe runter. Viele Wege führen zum Ziel. Naja, gut. Wir gehen trotzdem erstmal durch die Küche durch, weil ich ein bisschen looten möchte. Schlong kaputt. So. Huch. Was war das gerade alles? Ein bisschen was an Nahrungsmitteln. Okay, das war jetzt nie so gut. Räumen wir dann gleich wieder alles weg. Gut, was hast du hier? Kaffee. Das kannst du wegtun. Das kannst du wegtun. Blei kannst du tatsächlich gebrauchen. Weil wir daraus Munition herstellen. Die kannst du erstmal zerlegen. Wobei das auch Quatsch ist. Naja, egal, jetzt hast du es gemacht. Das Kaffeepulver. Gut, passt, weiter geht's. Tür ist verschlossen. Du machst aber viel Geräusch für eine einzelne. Gut, hier 5 Stab, aber guck mal, 66 gibt es dafür, das ist albern. Ohrschlaghammer ist auch sowas, was wir eigentlich nicht brauchen. Hier die nächste Rüstung freigeschalten und da ist ein See. Unten Schloss. Gut, machen wir erstmal den Safe auf. Hoffe ich zumindest, dass wir den aufkriegen. Ein paar Dietriche haben wir ja. Haben wir schon 2 weniger. 3 weniger. Naja.
Hauptsache, es bleibt noch was für den Endloot. Na gut, das war jetzt auch nicht der große Wurf. Genau. Stimmt, ich erinnere mich. So, jetzt machen wir sie mal zu, dass du ja durchkommst. Na, geht doch. Das ist übrigens die Küche. Und da kommt man nämlich jetzt runter im Keller auf einem anderen Weg, aber zum gleichen Ziel. Wenn ich mich recht erinnere, hat man von hier einen besseren Überblick über die Gegner. Da hat er es kaputt gemacht, oder? Ein Soldat. Ich glaube nämlich dort hinten in der Ecke stand, oh, da steht nämlich auch einer. Oh. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viele Schläge einsteckst. Brauchst du nicht denken, dass du hier alles einfach mit dem Knüppel durchmachen kannst. Da geht's weiter offensichtlich. Dann nehmen wir uns erstmal die Kiste hier. Na, das ist die Treppe, die wir nicht runtergegangen sind. Ja, das normale Treppenhaus. Gut. Okay. Da hatten wir offensichtlich ein Set abgeschlossen. Und zwar Sniper war das. Wo haben wir es hier? Scharfschütze. Du kannst einen Tarnanzug fertigen. Und 762 Munition auf alles auf einmal, also sprich Kisten. Schön. Tarnanzug. Okay. Sieht jetzt nicht so doll aus, aber die Frage, wie gut es ist. So, durstig, hungrig, na klar. Das ist der Bräuche minus 8. Oh, können wir dann mal gucken. So, jetzt hast du, was hast du gegessen? Dann isst mal das noch. Und trinkt noch was. Und dann ist das offensichtlich hier der Eingang zu dem unterirdischen Bunker. Eine automatische Tür. Ja, genau. Da ist der Spaß weg, wenn man das vorher schon kennt. Ist schwer zu erkennen. Der wird irgendwann getriggert, wenn man hier hinten ist. Und die in den Schutzanzügen, die bewegen sich ja sehr langsam und leise. Und dann steht er plötzlich hinter dir. Das ist dann schon sehr unangenehm. Ja, da unten müssen wir hin. Da ist der Endloot, man sieht's. Das ist noch ein weiter Weg. So, Fahrstuhl geht offensichtlich nicht. Oh, das ist neu. Hey, mit Rolltreppe, cool.
Oh. Generator für die Nachtmission. Da haben wir gerade keine Schürfwunde, brauchen wir es nicht nehmen. Da oben geht es weiter, okay. Wir gucken erstmal hier unten lang. Die ist verschlossen, die ist entriegelt. Ja, hier wären wir so oder so reingekommen. Ach, schmutziges Wasser hatte ich gesagt, nehme ich diesmal jetzt nie mit. Oh, okay, hier gibt es auch nichts weiter. Interessante Location. Ich wollte gerade sagen, das schreit doch förmlich danach, als ob gleich jemand kommt. Warte, ich mach dir auf. So, schön. Dahinter ist nichts, alles klar. Und da ist noch eine Kiste. Fahrzeuge kommen wir auch gut vorwärts beim beiden Büchern jetzt. Haben wir jetzt Glas gekriegt? Nein. Manchmal kriegt man Glas, wenn man Glas zerschlägt, manchmal aber offensichtlich nicht. Oh, da ist noch mal ein Tresor. Achso, genau. Zerschlagen. Da war es wieder. Sprengstoffe, okay. Gut, probieren wir den Tresor auch aufzumachen. Na. Einen Dietrich sollten wir uns für den Endblut lassen, dass wir nicht dann die große Kiste hier mit 10.000 Punkten oder sowas aufschlagen müssen. Und das kommt mir doch sehr bekannt vor jetzt hier. Können wir mal kurz gucken, was wir hier für Dämpfer. Minus 8. Na, kriegst du aber eben nirgends rein. So. Die Tür, die würde ich gerne aufmachen. Die schreit ja schon förmlich danach. Auch wenn sonst sehr wenig drin ist. Ne, Moment, von wo sind wir jetzt gekommen? Doch, da sind wir rausgekommen, genau. Dann geht's hier weiter. Aha. Wo? Oh. Und da oben ist er runtergepurzelt. Nicht schlecht. Können natürlich erstmal hier reingehen.
Na gut, in Toiletten ist ja meistens nichts drin. Kann man nämlich auch überspringen. So, weiter geht's hier lang. Man findet eigentlich nur noch schmutziges Wasser. Früher hat man da... Hat man da öfter mal auch sauberes Wasser gefunden oder irgendwelche anderen Getränke. Jetzt ist vorzugsweise schmutziges Wasser zu finden. Und Blei nehmen wir mit. Ah, und da geht's weiter. Schau dir einer an. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, als ob es weit nach unten geht. Okay. So. Hier ist ein Schalter. Aber hier war auch was zu holen. Genau, schmutziges Wasser nehmen wir nicht. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit hier. Das Maismehl. Das ist Zement, oder? Lehm, alles klar. Gut, sortieren wir nochmal kurz aus. Das kannst du essen. Das kannst du eigentlich auch mal wegschmeißen. Aber was wir mit den Fitten, mit den Mats hier machen, weiß ich noch nicht. Gut, weiter geht's. Und die Kiste da oben wolltest du dir aufmachen. So, hier sind wir reingekommen. Nee. Das kannst du aber so machen. Jetzt müsste man wissen, wo es weitergeht. Da waren wir schon. Das ist der Ausgang zum Generator. Mhm. Kannst du wieder zumachen. Ja gut, schmutziges Wasser, das hat man jetzt schon oft genug erwähnt. Und jetzt hast du es doch genommen. Aha. Er lebt noch. Jo. Problem gelöst. Aber auch schön gemacht. Gefällt mir so, also Wasser hat man gesagt, nehmen wir nicht mit. War schon wieder eine ganze Menge zusammen, aber wir haben auch in unserer Basis noch genug Wasser. Ah, da geht's nach oben. Da haben sie uns auch ein schönes Labyrinth gebaut hier. Das nehmen wir mit, das kannst du eigentlich mal fallen lassen.
Erstmal später. Jo. Da komm du ruhig, ja. Mach mir alles kaputt. So, aber mal gut, ja, du musst treffen. Sehr gut. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Okay, und sie hat man schon. Diese ganzen Sandwiches, da kann man Antibiotika draus kochen. Weil dann das schafft man. Bringt zumindest viel Geld. Kannst du eigentlich auch schon mal direkt entsorgen. Bei dem Rest weiß ich es noch nicht. Drei, vier, fünf. Mhm. Die erste stolpert sich uns entgegen. Oh, geduckt hat sie sich. Oh. Da steckt sie mit dem Kopf im Brett. Auch ein sehr schönes Bild, oder? Gut, schauen wir mal. Mais, haben wir gerade keinen Platz dafür. Kannst du das essen? Nimmst du den Mais stattdessen mit? So, da oben geht es weiter, so wie es aussieht, ne? Das haben wir uns alles angeschaut. Hier ist verschlossen. Aha. Wolltest du uns von hinten überraschen, oder? Level up. Drei Fertigkeitspunkte. Da können wir doch, wo waren wir denn, halt hier, wo waren wir denn zuletzt? Hier hin musste, ne, Fertigkeiten. Bei der Standhaftigkeit waren wir, glaube ich, da wollten wir das nächste Level. Und wenn nicht, dann habe ich es jetzt trotzdem gemacht. Wow. Na gut, kurz und schmerzlos. Kleine Welle. Gut, den Kürbissamen, den könnte ich zwar mitnehmen, aber der wird es wohl nicht bis zum Ende schaffen, weil ich ja auch noch den Endloot mitnehmen möchte. Genau, da müssen wir dann wieder aussortieren. Und was hast du hier? Schwere. Mhm. Oh, Moment.
Da fängt's schon an. Die 4 Schuss willst du doch behalten. Dann isst doch einfach den Kürbis. Oh, elektrische Teile, das ist natürlich schön. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machst du es mal so. Genau. Keiner da. Das ist beruhigend. Wie sieht es denn eigentlich zeitlich aus? Hast du gut gemacht? Ach ja, genau. Ich hab da gewusst, irgendwas hatte ich gesehen. Die Munition kannst du nicht mitnehmen. Hast du Messing? Ja. Dann packst du die da hin. Gut. Das ist alles unter diesem Wohnhaus, unter dieser Villa. Ne? Das darf man jetzt nie vergessen. Ja. Wo bist denn du? Och nö. Zwei Verstrahlte mit einem Mal. Ihr seid ja verrückt. Na toll, eine Schürfwunde und eine Infektion. Und warum? Weil wir wieder keine Vitamine vorher gegessen haben. Habe ich da gerade was gehört? Das ist alles verschlossen, jetzt geht's schon wieder nach oben. MG oder Pumpgun, Shotgun? Ein Kleiderregal, da liegt meistens nie allzu viel drin. Muss mal gucken, wo es dann weitergeht, ob der Fitnessraum oder die Toilette das, der Weg, der richtige Weg ist.
Und da reingeguckt, ja. Es ist Nacht. Da müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht so genau aufgepasst, wie lange wir schon unterwegs sind. Ich habe gerade ein bisschen gehorcht, weil ich nicht sicher bin. Ich nicht sicher bin, ob von draußen jemand versucht reinzukommen. Das ist nix. Gut. Die Dinger hier kann man auch abbauen. Und ich glaube, hier gibt es sogar Blei dafür, ne? Ne, Eisen. Dann nie. Aber ich glaube, hier konnte man noch irgendwo Blei kriegen. Zumindest war das früher mal so. Ja, die Endwelle möchte ich natürlich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt in der Nacht machen. Weil die dann ein bisschen schnell unterwegs sind, die Zombies. Aber noch sind wir nicht so weit. Ja. Das ist wieder was, was durchbricht. Definitiv. Das leuchtet grün dort, ne? Interessant. Es sieht gefährlicher aus, als es am Ende ist. Die zwei Sachen kannst du gerade nicht mitnehmen. Das ist ja blöd. So, jetzt kannst du zumindest die Kohle. Kohle haben wir übrigens gerade in Massen schon da. Dann können wir aber auch das Nitrat mitnehmen. Da muss ich bloß eine Entscheidung treffen. Mal den Mais schnell auf, der verstopft uns sonst nur das Inventar. Ich hab's gesehen, ich habe jetzt auf die etwas durchschlagskräftigere Waffe gesetzt. Genau deswegen. Und dann war ich doch wieder zu geizig, meine teure Munition zu verschwenden oder zu verwenden. Verschwendung ist es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, wieso geht denn das nie aufzumachen? Öl, na gut, Öl braucht man nicht unbedingt, das haben wir genug. Wobei, kannst du es zerlegen? Ne. Na, diese Sandwiches, wenn wir die mitgenommen hätten, da hatten wir jetzt auch schon eine gute Menge zusammen. Na? Da geht mit der Ausdauer zu Ende. Säure, auch nicht schlecht. Du brauchst die Säure.
Na klar. Aber sonst geht's noch. Oh, sorry, ich hab dir ein Bein abgehackt. Wo stehen wir denn hier? Gut. Ja, wieso ging die Tür auf einmal auf? Ah ja, damit wir dort nicht durchgucken können. Das ist clever gemacht. Hier geht's weiter offensichtlich. Gibt's nochmal Medizin. Und hier ist zu. Das ist, guck mal, das ist der Raum mit dem Endloot. Ah ja, ja, ja. Was hast du hier? Hier ist gar nichts. Das sieht vielversprechender aus, als es am Ende ist, als es halten kann. Da hast du reingeguckt, sehr gut. Er ist verschlossen. Da hat man ein bisschen Glück, dass wir gleich als erstes hier jetzt einen kritischen Treffer gelandet haben. Ich habe damit gerechnet, dass hier drin jemand steht, hier in diesem Ding. Da ist ein Schalter, gut zu wissen. Die Tür ist verschlossen, die auch. Okay, dann macht dieser Schalter uns die nächste Tür auf. Das ist dann schon der Endloot? Vermutlich noch nie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es manchmal ganz gut ist, das Ding aufzubauen. So, wo ist er? Da ist er. Okay, das ist immer noch verschlossen. Das war also nicht der richtige Weg. Aber hier ist jetzt nichts aufgegangen, ne? Da hinten leuchtet eine grüne Lampe, also da haben sie vielleicht dort irgendwo einen Weg aufgemacht. Oh, was die für viele Uhren haben. Steht aber nicht dran, welche Zeiten. Achso, die zeigen alle die gleiche Zeit an. Na, das ist ja albern. Genau, hier ist jetzt auf. Uiuiuiui. Wie viele Seiten hier? Aufpassen, dass du nicht zu viele Schläge einsteckst. Das hast du schon mal hingekriegt. Was denn mit dir? Stehst du jetzt auf oder nicht? Nein. Oh. Ja, manche Probleme muss man pragmatisch angehen. Da ist die Tür zum Endloot. Das wird lustig. Jetzt gehen wir erstmal hier durchlooten.
Gibt es ja noch was? Munition, Medizin. Das hilft. Heidelbeeren, okay. Ölschiefer, ne? Ölschiefer muss man mitnehmen. Das kann man nie liegen lassen. Das ist ja wohl mal klar. Dann ist es am besten gleich, wenn es nicht ins Inventar passt. Zement und sowas brauchen wir jetzt nie. Das schreit ja förmlich danach, als ob hier was dahinter ist, oder? Nein. Gut, dann pass auf. Dann werde ich jetzt hier irgendwie meinen Turm hinstellen müssen. Den könnte ich sogar. Probier es nochmal. Warum so weit hinter, dass er besser das Tor abdecken kann. Die Waffe ist geladen, 120 Schuss und Action. Naja. Ja. Okay, habe ich mich wieder ein bisschen blöd angestellt. Ich wollte wieder Munition sparen an der falschen Stelle. Hört sie doch auch, oder? Da oben. Aha. Hier wird's aufgegangen, alles klar, da kommen wir hier raus. Kurzer Weg. Guckt, da oben, wie viele sind denn das? Das ist so eine kleine Horde, oder? Denn Blutmondnacht ist ja heute gerade nicht. Und die gehören auch nicht zur Mission, das sieht man ja auch, sonst wären sie ja rot markiert. Die Mission gilt als abgeschlossen. Jetzt kommen wir hier bloß nicht. Müssen wir warten, bis sie sich durchgeboxt haben, dann können wir sie dadurch erschießen. Boah, ist halt so. Ah, nach unten habt ihr euch durchgeschlagen. Ihr seid da. Nee, wo bist denn du jetzt durchgefallen? Kommst du nochmal hoch? Der liegt auch gut zusammengefalten da, sehr schön. Ja, wo sind denn die jetzt runtergefallen? Obwohl, guck mal, da kommst du doch jetzt ran.
Tja, der kann nicht dort nichts hinterm Panzerglas. Du musst erst zur Seite kommen. Na gut. Jetzt ist er runtergefallen, ne? Hat man gehört. Aus der Drehung heraus, habt ihr das gesehen? Doch, doch, da ist der Fußboden kaputt. Könntest du jetzt mal wieder runterkommen hier? Danke. Hier ist nix. So, der Raum, da sind wir reingekommen. Genau, das ist einfach nur aufgegangen. Dann kümmern wir uns jetzt um die wirklich wichtigen Dinge im Leben, kümmern nämlich den Endloot. Darauf sind wir ja schon alle wahnsinnig gespannt. Honig nehmen wir mit, das ist klar. Den Rest können wir gleich mal liegen lassen. Was hast du hier? Das nimmst du mit, den Rest kannst du auch liegen lassen. Munition ist immer gern gesehen, vor allen Dingen auch Geschossspitzen. Die lassen wir auf keinen Fall liegen. Das bringt 200, das bringt 126. Was bringt das, wenn wir es zerlegen? Oh, okay. Die Bogenteile lassen wir liegen. Nachher Qualität 5 freigeschaltet. Sehr schön. Dann müsste als nächstes der Schlagschrauber da dran sein. Schlagschrauber Qualität 1. Ja, sehr gut. Das nehmen wir mit. Das Rad brauchen wir nicht unbedingt. Die Teile lassen wir auch liegen. Mechanische Teile, naja gut. Oh, es ist 4 Uhr morgens, man hat es am Ton gehört. Mechanische Teile brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, da haben wir genug. Und den Kram lassen wir auch, sehr gut. Noch irgendwas übersehen, die medizinischen Vorräte hattest du. Dann machen wir uns jetzt an die große spannende Kiste. Na toll, das fängt ja gut an. Du weißt schon, dass du nicht mehr viele Dietricher hast, also mach mal bitte vorsichtig. Na gut. Na siehst du wohl, da ist doch ein bisschen was dabei für uns. Unter anderem ein Buch. Die Munition. Die kannst du zerlegen. Was heißt hier? Eisenhelm. Kann man, glaube ich, auch zerlegen. Oh, die Silberklumpen, die nimmst du mit. Die Schatzkarte, kannst du die verwenden. Dann zerleg halt diese Mods. Dann nimmst du erstmal die Schatzkarte mit. Da kannst du die nämlich anwenden. Wo hat er denn uns hingebaut? Hier hinten, alles klar. Da ist auch noch eine Schatzkarte. So, was hast du noch? Automatischer Geschützturmpaket, das nimmst du auf jeden Fall auch mit. Das kannst du ja mal anwenden, da kannst du das mitnehmen. Das kannst du zerlegen. Schauen, was machen wir mit der guten Munition? Chili, da kannst du was Schönes draus kochen, dann verzichte mal auf den Kaffee. Dann nimmst du die Munition mit. Die zerlegen wir. Die Verbandskästen. Tausch mal gegen die aus, oder? Was haltet ihr davon? Und die mache ich jetzt alle wegen den XP, die man dafür kriegt. Das ist der ganze Grund, warum ich die jetzt verwende. Gut, haben wir's. Irgendwo hinten kommen wir raus. Mal sehen, ob hier vorne der Aufgang. Ja,
ist jetzt auch offen und dann kommen wir nämlich hier direkt die Treppe hoch. Wir sind schon so gut wie an unserem Motorrad. Müssen nur noch den Weg nach draußen finden. Ne, da geht's nach unten. Falscher Weg. Und am Ende hilft immer noch das Beil oder die Axt oder die Spitzhacke, um dem ganzen Drama ein Ende zu bereiten. Wir sind draußen. Nicht ganz der Weg, den wir nehmen sollten mit Sicherheit, aber den einzigen Weg, den ich hinbekommen habe. So, lass uns mal schauen. Wir werden gleich mal das Motorrad nachtanken. Und was haben wir hier sonst noch? Wir können das tatsächlich zu unserer Bude da drüben bringen. Wir machen es aber folgendermaßen. Ich packe irgendwas ins Inventar hier. Wobei, das kannst du natürlich verkaufen. Ach, egal. Und den Turm, den machen wir gleich mal auf, das Paket. Haben wir gekriegt. Maschinenpistolen, Geschützturm, Munition und drei Bücher, die wir zu XP verwandeln können. Ja, schön. Ja, das können wir uns überlegen, ob wir den aufbauen. Ich behalte ihn auf jeden Fall mal. Dann bringt es natürlich auch was, die Munition dazu zu behalten. So. Dann fahren wir schnell zum Rekt. Wir können mal gucken. Wenn er uns eine Tier 5 Mission anbietet, die wir noch nie gemacht haben, dann nehme ich sie an. Dann können wir die morgen zusammen machen. Wenn er das nicht macht, dann überlege ich mir noch, wie es weitergeht. Weil ich möchte natürlich jetzt nicht sinnlos Tier 5 Missionen machen, die wir schon gesehen haben. Wobei, einen von den beiden Towern haben wir noch nie gehabt, ne? Da muss ich mal noch rausfinden, welcher das war, den wir schon gemacht haben. Dass wir den anderen dann vielleicht mal noch zusammen machen. Und ansonsten muss ich mir dann das überlegen. Eventuell leveln wir dann einen Händler im Schneegebiet hoch. Oder ich fahre vielleicht auch einfach mal auf gut Glück durch die Gegend. Denn wir haben ja die Wüste auch noch nicht gefunden. Und die Wastelands, den verbrannten Wald sozusagen. Gut. Holen wir uns noch schnell unsere Belohnung ab. Gut, was hat er denn für uns? Ist gar nicht so überragend. Dann nehmen wir das und den Stahl. Dann gibt mir mal die Kohle dafür. Oh, wir haben Tag 79. Es gibt neue. Ich habe es gerade gesehen, weil er wieder auf für den Tag 82 steht. Es gibt neue Ware. Gut. Da erstmal nichts weiter dabei. Das sieht auch nicht so überragend aus. Robotik-Drohne Tier 2. Na, jetzt bin ich ja aber. Kaufen wir sie uns oder spekulieren wir auf die Tier 5-Drohne, wobei wir uns die immer noch kaufen können, wenn es soweit ist. Ja, okay. Nee. Was soll das? Klar, nehmen wir die. Ja, schade drum. Und dann zeig uns mal, was du für Aufgaben hast. Oh, das ist aber alles weit weg. Guck dir das an. Navascan General Hospital haben wir gemacht. 1 Kilometer im Süden. Navascan Corrections haben wir auch schon gemacht. Die Chong Tower, wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den Krishong oder den... wenn wir die Tower gemacht haben, kriege Bukhaku. Haben wir das gemacht? Ja, ich glaube auch. Und wenn die Tower. Gut, einen von beiden haben wir nie gemacht. Jetzt weiß ich nicht, welcher. Gut. Macht nichts. Den öffnen wir noch zusammen. Luftfilter Landmine haben wir freigeschalten.
Und die Drohne haben wir. Wie sind die schwarz? Macht da nichts. Startup Sequence activated. Schön, wie habe ich das vermisst? Wie habe ich dich vermisst, Drohne? Die hatte übrigens auch nochmal Lagerplätze, das heißt, wir können unterwegs beim Looten mehr mitnehmen. Wir können mit ihr sprechen. So. Und das Schöne ist, sie verfolgt uns auf Schritt und Ritt. Motten können wir sie natürlich auch noch. Hey, da freue ich mich, das hat ja wirklich noch ein gutes Ende genommen. Wir haben allerdings jetzt auch eine richtig lange Folge gemacht. Wir haben die Drohne, wir haben die Residenz von Dr. Karen Kigashi gemacht. Und ja, für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.